Peter Berger, wenn der Lauterbach jemanden in Sachen Ernährung belehren will, aber zeitgleich komplett versaute Zähne hat. Ich esse sehr viel Schokolade und daher sind meine Zähne zwar sehr gesund, aber manchmal durch die Schokolade leicht verfärbt. Die Kombination viel dunkle Schokolade und also Kaffee. Und man sollte sich nicht über die Zähne von anderen Leuten lustig machen. Carla Lauterbach, wie originell. Ist die Pandemie vorbei, warnt Carla von den Aliens und den UFOs und die Menschheit wird bedroht. Achtung, UFO gesichert. Schwachsinn. Benny 578, ach kommt, der neidet Spahn, doch dein Gesundheitsminister, neidischer Schwanz. Ich neide Jens Spahn nichts, wäre gerne Gesundheitsminister geworden. Das hat leider nicht geklappt, vielleicht klingt es noch. Aber ich bringe mich auch so ein. Bernd Lührs, jemand, der so mediengeil ist, kann nicht ganz dicht sein. Wenn es also nur darum ging, mediengeil zu sein, würde ich mir das hier nicht antun. Leonid Lauterbach sieht immer ein wenig aus wie auf Crystal. Ich glaube, ich bin von uns beiden hier der Arzt und die Leute, die Crystal nehmen, die sehen anders aus. Also darauf kann der sicher sein. Ruf sie kalt, der sollte mal wieder Salz und Fleisch essen, dann würde er auch nicht so aussehen wie ein Typ, der 3 Tage im Berghain durchgefeiert hat. Echt was für eine Geisterbahn. Ich glaube nicht, dass es mir an Salz und Fleisch fehlt. In den also 20.000 Jahren, also Menschheitsgeschichte, wurde genauso wenig Fleisch und Salz gegessen, wie ich es jetzt esse. Das ist alles okay. Und im Berghain bin ich noch nie gewesen, aber tatsächlich, also wenn ich da aussehe, als hätte ich da durchgefeiert, dann ist das eben so, muss man mit klarkommen. YOLO, seine Frisur sieht aus wie aus dem Rasenmäher darüber gegangen. Ich schätze meinen Friseur, der wohnt bei mir im Haus. Ich finde, also er macht also einen guten Haarschnitt. Bei mir holt er noch das Beste raus. Mit meinem Haar ist wahrscheinlich nicht mehr zu machen. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Aber mir ist klar, dass ich in der Tendenz eher ein Problemhaar habe. Pale 95, Karl Lauterbach redet immer so, als hätte er ein paar Beruhigungstabletten eingenommen oder sich einen Wodka reingepfiffen. Im Rheinland, fahrt da mal hin, macht euch mal kundig, da reden die meisten so. Unsere Sprache ist etwas melodisch, also aber im Großen und Ganzen versteht man uns gut und es ist keine abgefahrene Sprache. Gehirnzelle, der Lauterbach könnte auch mal wirklich einen anderen als Markus Lanz zu seiner Sendung einladen. Ich glaube, die Sendung hat einen guten Unterhaltungswert und ich werde nie zu einer Sendung einladen, bin aber immer gern bei ihm zu Gast. Wolfgang Friedrich, der Lauterbach muss geklont sein. Bei den vielen Auftritten im TV. Ich versuche tatsächlich also immer mich ein bisschen anders anzuziehen, sodass man erkennt, dass es nicht immer der gleiche Auftritt. Weltbürger, Zitat Krömer, in einer gerechten Welt wären Sie Jens Spahn, love it. Ich wollte nicht Jens Spahn sein, aber sein Job wäre für mich okay. Resil, einmal einen Heben, Lauterbach, ein Traum würde in Erfüllung gehen. Jederzeit möglich, ich trinke gerne Rotwein. Elle Rose, der Typ ist trockener als die Sahara. Kompliment oder eine Schmähung? Herbarium, Trinkspiel, bei jedem also von Lauterbach ein AstraZeneca-Exen. Ich versuche tatsächlich die Zahl der Alsos zu reduzieren. Also ich gebe mir Mühe, muss man so ausdrücken. Mike Rofon, Gott muss echt keinen Bock mehr gehabt haben, als er Lauterbach Stimme erschaffen hat. Hey, dann hört doch einfach weg. Bierbaum 666, Lauterbach hätte Kanzlerkandidat für die SPD werden sollen. Der hätte Luschen, Laschet, Eiskalt weggewichst. Diesen Blutjob habe ich Olaf Scholz überlassen. Onkel Kurt, kann irgendwer mal bitte einen Plugin für Firefox schreiben? Dass Nachrichtenartikel mit Ed Lauterbach ausgefiltert werden. 2 Dinge. Erstens, wer verwendet denn heute noch Firefox? Und zum Zweiten, blockiere mich doch einfach. Faustus X, Karl Lauterbach erinnert mich immer an Sheldon Cooper, hochintelligent.
aber irgendwie herzlos. Ehrlich gesagt, ich bin auf jeden Fall nicht intelligent genug, zu wissen, wer überhaupt Sheldon Cooper wäre. Komm so, die Pandemie wird erst enden, wenn er kein Single mehr ist. Wer opfert sich? In dem Sinne wäre ich auch froh, ein Grund mehr, dass die Pandemie bald zu Ende ist. Liz Goldstein, Lauterbach, aka Corona Karl, ist ein guter Typ, egal wie viel er warnt und nervt. Top, danke dir. Wenn euch das gefallen hat, dann klickt das hier an und abonniert den Kanal. Und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann geht auf das Politikformat, die da oben. Ansonsten alles Liebe, ich bin für euch erreichbar.